Ja, servus die Mauer und grüß euch die Buben. Ja, wie Sie erkennen, hinter mir Steinbruch. Und es hat die ganze Nacht ordentlich gewittert. Dumm hat gescheuert, blitzt, geregnet. Bei uns war es nicht so schlimm im Regen, aber es hat heute den ganzen Vormittag geregnet. Wir haben jetzt, der Augenblick ist 14 Uhr. Und ich habe mir gedacht, ich bin da noch so eine Challenge schuldig, nämlich diese One Stick Fire Challenge, wo ich da nominiert worden bin vom Plan C wie Kars und auch in der Zwischenzeit von der Melli. Und dadurch, dass heute so nass ist, haben wir gedacht, geh da ein bisschen auf mein Platzl da hinten, wo ich schon ein paar Mal übernacht habe. Und dort habe ich so einen schönen großen Stau. Da kann ich auch gemütlich ein Feil drauf machen, da kann nicht viel passieren. Und ich haue mir so ein Hobo rein und machen wir dann gleich ein Käfchen. Ja, jetzt schauen wir dort einmal hin. Vielleicht sehen wir in der Zwischenzeit, da oben gibt es immer ein paar Bovisten. Habe ich jetzt zwar schon ein paar Jahre nicht mehr gefunden, aber jetzt, wo es nass ist, vielleicht, naja, schauen wir ganz einfach. Wenn nichts ist, ist nichts. Also, gehen wir. Ja, man kann da am Ski am Weg erkennen, es ist alles ziemlich nass noch. Ja, da ist mein Platzl wieder. Und wir gehen da jetzt noch ein Stickerl führen, weil da oben in der Gegend habe ich damals die Bovisten gefunden. Also, wobei ich nicht wirklich daran glaube, aber wer nicht schaut, findet es nicht. Ja, da kann man der Sache schon näher. Die waren da hinten oben, aber sicher von da nichts, keine Bälle. Ja, schauen wir mal näher hin. Ja, das war die Gegend, aber schaut mir irgendwie ein bisschen durchwühlt aus. Klar können die Viecher auch gewesen sein, was ich schon eher glaube. Ja, ich glaube, der ist schon hin. Ja, schade. Der ist leider nichts mehr. Ja, so war er gewesen. Ja, schade, ist vorbei mit ihm. Der war top gewesen. Na, schauen wir, vielleicht sieht man da noch was in der Nähe. Ja, da geht es ganz schön bergauf. Das hängt sich an. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt spät bin oder andere schon gefunden haben. Keine Ahnung. Er macht nichts. Ich schaue da jetzt noch ein Stück rauf. Und wenn nicht, gehe ich dann auf meinen Platz zurück. Ah ja. Parasoli, da vorne stehen auch noch zwei. Ja, ich habe da jetzt einen größeren Gras gezogen, so spiralenförmig, aber ich habe zwar noch drei Tricker gefunden, aber die waren schon komplett der lange. Ja. Kleines Brutbeutel vom Thorsten gekriegt, relativ groß. Und ich glaube, da passen meine vier gerade so eine. Ah, da habe ich auch noch so einen Spechtloch gefunden. Hallo, wohnt da jemand?
Schaut euch einmal an, wie viele Feuerwanzen da sind. Da ist wirklich alles bombvoll, wo man hinschaut. Alles voll. Wahnsinn. Wahnsinn. Ah, jetzt komme ich von der oberen Seite zurück. Es schaut schon imposant aus da unten. Ja, mein Hauswald. Gibt's so Schönes. So, da sind wir wieder. Schaut her, was ich da gefunden habe. Ja, nehmen wir natürlich mit. Jetzt sehe ich erst was. Was ist denn da los? Da waren ja auch da. Flaschen, alles da. Shit, noch einmal. Ja, das Klumpert, was ich da alles gefunden habe, packe ich natürlich alles ein und nehme mit heim. Ein Horror. So, so wie das Klumpert einmal alles eingeräumt. Dass das einmal weg ist. Und jetzt setzen wir sie einmal nieder. Und dann aus einem alten Föhn also ein Stück rausgeschnitten. Damit ein bisschen gemütlicher sitzen kann. So, jetzt haben wir gerade die Challenge angedraht. One Stick Fire Challenge. Falls euch interessiert, ich verlinke euch dann die da oben. Wie es ausgegangen ist. Aber jetzt habe ich mal ein Käfchen verdient. Jawohl. Er brodelt schon, herrlich. So muss es sein. Geht er ratzfatz. So. Gepflegt, ja, viel zu viel Spiritus drin oder quasi Bioethanol, egal. Könnte man eigentlich wieder zurückleeren. Dann brauchen wir da nur ein Stickel, dass wir den runterheben können. Ja, passt. Einmal drauf löschen. Der ist ja gleich aus. Jawohl, aus ist er. Da können lassen, dann gehen wir es zurückladen. Ja, Freunde, in dem Sinn, ihr wisst, was kommt. Meine Krankensaison gesund werden und dann der beste Gruß an den restlichen Welt. Prost, Freunde. Ja, ich denke, da war in der Zwischenzeit wer da. Ich weiß nicht, wie alt die Dosen sind. Vielleicht sind sie auch schon länger, aber dass ich die da das letzte Mal nicht gesehen hätte, dass die da drin waren und die Flaschen, das glaube ich fast gar nicht. So, das ist kalt, es ist zwar nicht mehr viel drin, aber warum wegladen oder warum verbrennen? Das bringen wir da eh wieder zurück. Wenn du eine schöne große Öffnung hast, ist das überhaupt kein Problem. Und drin ist es wieder. Ja, Freunde, auf jeden Fall Schluss. Wenn ihr euch so ein Ranger-Band drüber hat, könnt ihr das viel besser dran und zuschrauben. Habt viel mehr Grip in die Finger. Kleiner Tipp von mir. Ja, Freunde, heute haben wir nicht wirklich eine Sauerei gemacht. Und in dem Sinn gehen wir.
ein bisschen blitzelt es durch. Aber trotzdem, dass die hinter die Wolken ist, ist es extrem schwül und warm. Richtig drückend. Naja. Ja, Freunde, beim Abschied einmal die Kulisse hinter mir, nicht immer dasselbe, nur den Weg. Und ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Maulen. Pfiat euch die Buben.